Herzlich willkommen zurück zu Slide 2 mit mir, Savex. Hallo, 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 hallo. In der letzten Folge haben wir Kronen geholt und Sachen gehackt und ganz viele Gegner gekloppt und scheinen so fast alles geschafft zu haben, was man so schaffen kann. Und uns fehlen noch 4 Flaschen. Und da hinten ist noch eine Bentley-Aufgabe. Und dann... Oh je. Ah, ohne Zeitbeschränkung. Das, schön. Das nehmen wir doch mit, wenn das so rumliegt. Wenn wir jetzt eh zu Bentley müssen. Dann kann ich mir das auch eben kurz mitnehmen. Schnappen. Schnappi die Schnappi da. Ja. Den Elefanten habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Aber nur ein bisschen. Ganz dezent. War fast perfekt gewesen. Es war nur ein bisschen Feinarbeit und dann wäre es fast gut geworden. So. Dann wollen wir mal hier rüber. Boah. Secret. Die Flasche ist ja fies versteckt. Aber damit fehlen nur noch 3. Oh. Schlange. Manchmal kann man aber auch Dinge durch Zufall entdecken, das glaubt man nicht. So. Damit hätten wir ein bisschen mehr Geld. Oh, definitiv genug. Nein. Oh, sorry. Bentley, noch nicht. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Denn ich habe noch was anderes mit dir vor. Denn ich im TÜV-Net kann ich den altertümlichen Windvogel erstmal verkaufen. Und den größten Destabilisator. Passendes Wechselgeld. Über 1000 Money. Kaufen. Schrumpfwachen durch Armbrustschläge. Okay. Gekauft. Dann nehmen wir jetzt auch dich. So. Fähigkeiten. Auf L2. Schlange. Hat mich erschreckt. So, dann tapsen wir mal zu unserem nächsten Ziel. Ups. Nein, oh. Ja, rennen ist vielleicht. Schleichen wir uns mal dran vorbei. Oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Als Band, also Sly kein Ding, aber als Bentley? Als Mr. Bentley. Okay. Ich würde sagen, erstmal schalten wir nicht den aus. Wir können schon direkt ein. Oh, wir können schon direkt ein. Super. Bentley, wie ist dein Status? Bin mit dem RC-Helikopter in Position. Alles bereit, um ihre Bodenluftverteidigung auszuschalten. Für den Coup brauchen wir die uneingeschränkte Luftherrschaft. Pass auf, Helikopterteile sind nicht billig. Feind in Sicht! Hey Bentley, steuer den Helikopter mit dem linken Analogstick und werfe mit der X-Taste Bomben. Wenn du den Jeep verlierst, projiziere ich einen holographischen Zielpfeil. Folge ihm zurück in die Action. Okay. Piu piu. Oh mein Gott. Mr. Jeep. You are very fast. Oh, die Steuerung ist voll schwammig. Piu piu. Mini-Hubschrauber. Mit Bentleys Gesicht drauf, also. Er schießt Raketen. Versuch ihnen auf.
auszuweichen. Oh, jetzt das auch noch. Raketen! Komm schon, Baby. Halt wie weicht man den denn aus? So vielleicht. Oh mein Gott. Bam. Oh. Schadensalarm. Er ist beschädigt. Oh. Jo Gott. Hoffentlich ist das nicht die Rotorkupplung. Irgendwie läuft das nicht. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Und Kurve. Oh, wo fährst du denn jetzt lang? Du nimmst einen anderen Weg. Bam, bam. Versteck dich nicht hinter Gebäuden. Ganz fies. Oh, es fehlt mir doch noch... Oh mein Gott. Nein! Aber da ist eine Flasche. Da ist eine Flasche. Das kann man sich ja merken, also. Dafür hat sich's ja schon fast gelohnt. Feind in Sicht. So. Hey Bentley, steuer den Helikopter mit dem linken Analogstick und werfe mit der X-Taste Bomben. Wenn du den Jeep verlierst, projiziere ich einen holographischen Zielpfeil. Folge ihm zurück in die Action. Er schießt Raketen. Versuch ihnen auszuweichen. Okay, Doki Man. Jetzt wissen wir es ja, wie es geht. Oh. Macht es aber trotzdem nicht viel leichter. Piu piu. Es brennt schon. Feuerangriff. Oh. Ah, gut, da kann man hier echt ein bisschen Flaschen beobachten. Oh, kein nicht getroffen. Verdammte Axt. Ich entdecke dich mit meinem Mini-Helikopter. Der grüne Pfeile schießt. Oh, super. Gut geflogen, Partner. Der Jeep ist ausgeschaltet und der Himmel ist frei für den Coup. Geschafft. Beim zweiten Versuch. Okay, stimmt eure Uhren ab. Dieser Coup erfordert äußerste Präzision. Hier ist der Plan. Ich beginne, indem ich die Hauptbrücke des Palastes zerstöre. Das wird die Verstärkung vom Gästehaus abschneiden und die Wachen im Ballsaal, die Clockworks Flügel bewachen, hoffentlich ablenken. Dann wird Sly Carmelita an ihren Tanz erinnern und während die Menge von ihrem Tango gefesselt ist, lässt Murray sich mit der elektronischen Winde in den Ballsaal herab. Sobald er unten ist, kann er die Flügel abschneiden und mit Hilfe der Winde abhauen. Anschließend sollte Murray aus dem Palast verschwinden. Ich decke seine Flucht mit dem ferngesteuerten Helikopter. Sobald er über die Zugbrücke ist, haben wir es geschafft. Okay. Klingt nach einem Plan. Aber vorher müssen wir noch drei Flaschen sammeln. Das muss einfach sein. Gegner! Mr. Gegner! Sie sind jetzt weg. Die Flasche war da. Genau, Position gemerkt. Dank dem Hubschrauber. Also war das ja gar nicht so schlecht mit dem Hubschrauber. Es hatte seine Vorurteile. Und anscheinend war ich tatsächlich hier oben noch nicht. So. Ich will auf die Spitze. Genau. So. Zwei Flaschen sind dennoch irgendwo. Nirgendwo versteckt.
die es noch gilt, vorher aufzutreiben, die überall sein könnten. Und das könnte wirklich überall sein, wie ich dieses Spiel kenne. Ja. Und ich würde dafür sagen, weil ich kann mir vorstellen, das kann auch vielleicht ein Tickchen länger dauern als... Wie viel haben wir noch? Gut 5 Minuten? 5 bis 10 Minuten? Nee, das wird glaube ich knapp. Da denke ich... Oh, Affe! Ich laufe da so rein. Ja, fall weg. Ich schneide einfach jetzt hier, bis ich die nächste Flasche gefunden habe. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. So. Da ist die nächste Flasche. Ich habe die nächste Flasche gefunden. Nämlich hier hinten, am anderen Gebäude. In der Ecke. Und somit fehlt nur noch eine. Wo kann sie bloß sein? Ach, direkt vor mir. Oh, ist das cool. Das läuft. Oh. Manchmal gibt es Zufälle, die glaubt man nicht. So, auf der Suche habe ich auch noch was entdeckt. Nicht da. Oh, das war gekonnt. Das war weniger gekonnt. Das war gar nicht gekonnt. Dass ich natürlich direkt vor ihm... Oh, Apfel! Noch mehr Apfel! Too much Effie! Oh, das ist jetzt ein Apfeltheater. Oh, 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 Flucht! Flucht aber wirklich... Also, diese Flucht jetzt hier. Ich wollte nur sagen, ich habe dieses Töpfchen gefunden. Und dachte mir, das bringe ich nochmal eben kurz ins Lager. Bringt sicher ein bisschen Geld. Und Geld schadet nie. Also, nicht in diesem Spiel. Also, nicht für Sly. Benny. Und Mary. Nö, ist ja klar. Na, wie viel gibt's denn? Wie viel gibt's denn für dieses wunderbare Ding? Oh, 860 haben wir jetzt. Wieder fast 1000. So. Und nö. Haben wir noch so viel Zeit? Weil die Suche dann doch eigentlich ganz gut klappte. Und dass die beiden Dinger jetzt super schnell nebeneinander waren. Dass wir unser... den Safe öffnen. Den wunderbaren Safe. Wo man auch schon weiß, wo der ist. Hat man ja vor kurzem gesehen. Ups, oh, da war ich tatsächlich oben gewesen. Nee. Dann gehe ich wieder durch das schöne Abwasserrohr. Hier entlang. Dupdidu, 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 dup. Und rein da. So, den Gegner schalten wir dann auch mal ganz schnell aus. Damit er uns keine Probleme macht. Ist der Gegner weg ist, müssen wir ein bisschen warten. Genug gewartet. Alarm! Oh. Gekonnt ist gekonnt. So. Oh, das gibt echt gut Geld. Hat der Typ mich gerade gesehen? Welche so leiser. Ich öffne eben schnell diesen. Ich würde zu gern Rajans Gesicht sehen, wenn
wenn er merkt, dass der Safe leer ist. Der Code ist 857. Alles klar. 8, 5 und die 7. Was gibt es? Oh, was bist du denn? Wahnsinnsschlag. Schlag, Schlag, Schlag. Du hast den Wahnsinnsschlag erhalten. Das ist ja der helle Wahnsinn. Kampfausweichmanöver. Können wir mal gucken, was das ist. Können wir jemanden wahnsinnig machen mit diesem Schlag? Puh. Ninjas, Skillers, Skills of Fantastic. Oh, kein Gegner da. Na gut. Egal, der coole Diebesstab ist jetzt dunkel. Und jetzt nicht mehr, weil ich was geschlagen habe. Na, auf jeden Fall ist jetzt alles erledigt. Und wir können uns aufmachen, wie viel wir eigentlich hierher gekommen sind, das zu klauen. In der nächsten Folge von Sly 2 mit mir, Zavex. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann schaltet in der nächsten Folge ein. Weil das könnte einen Bosskampf geben. Denke ich mal. ja, und dann bin ich fürs Erste wieder mal raus. Alles klar. Ciao.